Freunde gepflegter Shooter-Action. Heute mal wieder live auf Twitch beim Let's Playmaker. Heute mal nicht mit Pro Evolution Soccer, was ja sehr, sehr lange hier bei mir dominiert hat. Heute einfach mal mit einer Runde Titanfall 2 im Multiplayer-Modus. Wie geil ist Titanfall wirklich? Riesen-Metacritic, deutlich besser als Call of Duty, was ja auch frisch rausgekommen ist. Auf einem Level mit Battlefield 1, aber natürlich eine ganz andere Szenerie hier mit Robotern, MechWarriors und schnellen Kämpfen. Deswegen, ich suchte seit Release, bin sehr, sehr begeistert und habe mir gedacht, hey, warum nicht einfach mal einen Livestream dazu? Wer das hier auf Twitch sieht, hallo und herzlich willkommen, freut mich, dass ihr live dabei seid. Wer es jetzt auf YouTube sieht, Tage, Stunden, Wochen später, klickt unten die Infobeschreibung auf für eine genaue Zeitaufstellung, wann welcher Modus gespielt wurde, damit ihr nicht hier vielleicht in Ladebildschirm oder sonst wo mit mir versacken müsst. Freut mich, dass ihr da seid. Lasst gerne ein Abo da, Daumen hoch etc. Jetzt gehen wir aber auf jeden Fall sofort rein. Wie gesagt, Titanfall deutlich schneller als etwa ein Battlefield 1. Ne? Man kann hier seinen Piloten ausrüsten, logisch. Man kann seinen Titan ausrüsten, logisch. Und man hat auch jede Menge Modi. Ne? Bounty Hunt ist so ein bisschen KI-Mobs kaputtballern, da kriegt man Geld für und muss das am Ende in einer gewissen Phase dann zur Bank bringen quasi. Mixtape ist so eine Mischung aus allem. Das hier, Amped Hardpoint, ist der Domination-Modus. Dann haben wir Pilot vs. Pilot, das ist Team Deathmatch ohne die Mechs und Roboter. Dann haben wir hier Free for All, Ballerei Deluxe, haben wir wieder ein Mixtape. Last Titan Standing ist, man sitzt in seinem Titan, in seinem Roboter direkt von Anfang an. Das hier ist auch so ein Mixed Colosseum-Ding, das ne, für die ganzen Pro-Gamer, wo man sich quasi reinverdienen muss mit so einem Colosseum-Ticket. Capture the Flag kennt jeder, Free for All ist auch alles wegballern, Private Match Beta, keine Ahnung. So, ich habe mir gedacht, für den Livestream spielen wir mal zwei Modi. Einmal hier das mit dem Bounty Hunting, das ist ganz funky, das spiele ich sehr häufig. Und Domination, Klassiker sowieso. Fangen wir mal an mit Bounty Hunt. Gehen ins Matchmaking. Ihr könnt oben rechts sehen, ich bin Level 19. Habe ich das gerade richtig in Erinnerung? Ja, ging jetzt zu schnell. Schnell Gegner gefunden, sage ich schon. Altes PES-Wording. Schnell ein Match gefunden. Blackwater-Kanal ist die Karte. Ich glaube, es gibt 8 Karten an der Zahl. Lasst mich nicht lügen. Ist auch vollkommen Wurst. Oi! Jetzt fallen wir jedenfalls vom Himmel. Und landen und kämpfen. Ja. Sekunde Geduld, Freunde. Ich muss hier Bescheid sagen, dass ich live bin. Kann nicht so unwichtig sein. So, los geht's. Also, ich habe euch ja gar nicht mein Outfit gezeigt, meine Ausrüstung vielmehr. Schrotflinte. Und hier, Achtung, mit L1 Special Modus. Unsichtbarkeit. Damit man schön ungesehen in den Infight kommt. So, und dann landen nämlich hier die in diesen Kapseln lang über die Mobs. Da, die machen wir fertig. Und kriegen dann dafür Knete, die man dann später halt in die Bank bringen muss. So, wir versuchen jetzt mal hier außen rum zu mogeln. Den ein oder anderen Gegner, der da oben schon zu snipern droht. Oh, in den Rücken zu fallen, ja. Flächendeckende Feuergranate, Arschloch. Oh, der eine hat schon seinen Titan gedroht, das ist schlecht. Und dann, ja. Wenn man stirbt, 50% der Knete, die man gesammelt hat, weg. Auch nicht schön. So, hier ist die Bank. Direkt daneben gespawnt, sehr glücklich. Geld hochladen und oben seht ihr 200 zu 555, also mein Team kackt nach der ersten Welle sofort ab. Super. Super. Gut, weiter geht's. Nächste Welle kommt, wenn die Bank geschlossen hat. Ich glaube, die hält 30 Sekunden offen, eine Minute. Nagelt mich nicht drauf fest, mir egal. Ja, Kollege. Schön. Verballert. 1 gegen 1 gewinnen macht ja bei Multiplayer-Shootern immer am meisten Spaß, seien wir ehrlich. Oh, das ist ein Mech. 1 gegen 1 mit einem Mech gewinnt man sehr, sehr selten als Pilot. So viel kann ich euch verraten. Killcam braucht keiner, weg damit. So, jetzt ist die Bankphase gleich vorbei, genau, da ist sie vorbei. Jetzt kommt die zweite Welle.
Jetzt dürfte ein Titan vom Himmel fallen, genau. Wer killt den Titan, kriegt 600... Was ist Dollar? Dollar sind es. Kriegt 600 Dollar. Nicht verkehrt. Da werden jetzt auch wieder alle hinströmen, um eben den Titan zu fällen. Ich lasse mich lieber wegcampen. Jawoll, der Griffo, bester Mann. Oh, erschreckt. Ah, da seht ihr das. Titan kriegt gerade ordentlich Dresche. Und ich habe eine als Zweitwaffe eine Anti-Titan-Waffe gewählt, damit man da nicht ganz nutzlos ist. Irgendwann sind auf den Map sehr, sehr viele Titans unterwegs. Na, die verdient man sich. Oh, nein! Nein! Haben wir die Bounty bekommen? Habe ich es gar nicht gehört. Oh. Na, 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 kommst du? Kommst du? Nee, komm nicht. Ich habe einen Dollar, ja, damit brauche ich jetzt nicht zur Bank rennen. Da wird auch immer sehr gerne gekämpft. Sparen wir uns den einen Frag. Oh, ich bin so dämlich. Schlechtester Granatenwurf aller Zeiten. Bei den Granaten habt ihr natürlich auch wieder Auswahl Deluxe. Ne? Sticky, nicht sticky, EMP-Granate, die ich mir jetzt auferlegt habe. Ist quasi Flashbang für die Piloten und EMP-Granate für die Titans in einem. Hab ich doch hier gerade jemanden gesehen? Hä, hier hat doch gerade jemand gekämpft. Ich hab's doch gesehen! Ja, dann nicht. So, die Turret habe ich mir quasi als Belohnung verdient. Wo sind wir denn jetzt? So, da. Jetzt haben wir wieder zwei neue Punkte, wo KI-Mobs gespawnt sind, wo wir Geld sammeln können. So, das war's, lieber Sniper. So, hier, jetzt. So. Jetzt kann ich meinen Titan holen. So, guck mal, da kommt die Kohle. 221 schon, ja? Das ist nicht wenig. So, da ist mein Titan. Hier, seht das? Das Lustige am Titan ist, ihr könnt selbst einsteigen und einen auf Mesh Warrior machen, oder ihr lasst ihn halt einfach stehen und irgendwann merkt er, boah, wo ich hier nichts mache, Autopilot. Und so habe ich meinen Mech auch bestmöglich ausgerüstet. Woll, oh, Mech gegen Mech jetzt. Nein, verdammte Scheiße. Von hinten weggerotzt. Ja, aber ihr hört's schon, Aiming to Destroy, ja, mein Auto-Mech macht schon einiges, da ist er. Oh, der ist gleich kaputt. Der ist gleich kaputt. Wird mal unterstützen hier. Ja. Oh. Jawohl. Schön. Fertig gemacht. Zack. Ja. Oh, hier dieses elektronische Gedöns ist ein Abwehrmechanismus von dem Mech. Von ihm hier höchstwahrscheinlich. Nein. Weggekämpft worden. So ein Dreck. Oh, nur noch 100 Dollar. So, Welle vorbei. Jetzt wieder Richtung Bank sprinten. 100 Dollar möchte ich schon gerne einlösen. Ach, shit. Nein, nicht! Nicht Walljump! Nein! Nein! Oh. Und nur noch 50 Dollar. Und jetzt lohnt sich das Einlösen schon fast nicht mehr. Ja, so läuft das dann. Ja, nimmst du die Scheißleiter? Ja, dann nimm sie nicht. Oh, der hat selbst Zerstörungsmechanismus gezündet. Gut, dass der Mech hier noch in seiner Schutzhülle ist, die er am Anfang beim Runterfallen noch hat. So, wie steht's? Ja, klar, 1100 zu 2700. Hält denn diese scheiß Sentry aus, ey, ist das cool. Was ist das Quatsch? Das sieht nach einer eindeutigen Angelegenheit. Ja, jetzt kommt der nächste Titan vom Himmel.
ich hier jemanden schießen sehen vom Gegner? Könnt ihr den abfangen? Nein, leider nicht. Oh, mitten in den Titans hier, Hilfe! Lauf! Und abgefahren. Ja, machst du nix. Und schon nur noch $33. Ihr seht, keine Leistung, kein Geld. Ja. Der Bounty Hunter Modus ist ein wenig wie freie Marktwirtschaft. So. Ich glaube, bei $5000 ist Game Over. Ja, jetzt haben wir noch. Komm! Schön. Ja. Immerhin dürfte ich da jetzt einen Titan Assist gleich bekommen, wenn der explodiert. Wave complete. Jawohl, die $16 bringe ich nach Hause. Könnt ihr aber einen drauf lassen. Ja! Zack! Waren mal 200. Waren mal 200, Freunde. Ja. Das war's dann auch wieder mit der Unsichtbarkeit. Na? Kennt hier oben jemand? Nee? Ich hätte schwören können, hier oben wartet jemand auf mich. Titan almost ready. Oh, 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 oh. Titan almost ready, guck mal. Na, komm, kommt ihr noch? Kommt ihr noch, ihr Schweine? Komm, den fange ich jetzt an. Ah, shit. Na, endlich mal. Meine Herren. So, Titans können logischerweise nur draußen stehen. Ja, deswegen einfach mal hier draußen hinstellen. Gucken, was mein Titan da noch ausrichten kann. Macht natürlich auch Sinn, den hier in so ein Gegnergebiet zu schießen. Wo er auch Schaden anrichtet. Ne? Der Titan sammelt für uns ja auch. Und wieder down. Ja, wieder vom Grifo abgekämmt. Sauber. Das war's mit deinem Geld. Das geht auch nochmal. Ich kann mir nochmal so eine Sentry hier hinstellen. Warte mal, die Sentry stelle ich jetzt gleich hier zur Bank. Ja, genau hier hin. So. Genau hier hin kommt die Sentry, Freunde. So. Die hält eine Minute. Ja, vielleicht zu früh gestellt, aber okay. Dürfte auch die letzte Welle sein, weil, ne, der Gegner hat schon ordentlich Kohle gesammelt. Oh, schwach. Oh, Level up, Freunde. Guck mal hier, Level 20. Ihr seid live dabei beim Let's Playmaker. Level 20. Woop. Da läuft mein Mac hinten rum. Oh, Hilfe, Hilfe! Schön mit dem Wallrun. Ja. Nein! Da hat er mich noch abgefangen, die Drecksau. Yeah, Burning Titan. So, ich habe noch 76, mittlerweile viel zu viel Geld verloren. Ja, und mein Sentry ist genau jetzt weggegangen. War super Timing. Keine gute Runde, keine Frage. Aber danach machen wir auf jeden Fall auch nochmal eine Runde Bounty Hunt. Haben wir es jetzt? Oh, fehlen noch knapp $300 für den Gegner. So. Oh, Grifo, du Drecksau! Endlich habe ich dich mal erwischt hier. Oh, Auto Heal, ihr kennt das. Oh, wer jagt meinen Titan hier? Nichts zu sehen. Ja, zack. Oh, Grifo, Drecksau. Jetzt krieg ich dich. Ja, endlich. Das war der Grifo gar nicht. Jetzt, das war der Grifo. Bam. Endlich mal ein guter Streak hier. Der nicht glaubt, ich bin das ultimative Opfer. Oh, das ist gut. Nein!
völlig sinnfrei, da aus der Deckung zu gehen. Weiß ich ja selber. Ja. Komm, den machen wir jetzt platt. Schön über den Rücken, gib ihm. Komm schon! Jawohl, Titan Assist. Wave complete. Oh, jetzt muss das Geld. Wo ist die Geld? Wo ist die Geld? Genau. Wo ist die Bank? Ja, Sentry aufstellen. Ich gebe noch den einen oder anderen Kill dadurch. Oh, super. Da hätte ich jetzt gern nochmal mein Geld rübergebracht. Hat mir jetzt nichts gebracht. Ja, kriegen wir nochmal einen abgefangen. Jawoll. Oh, shit, shit, shit. Wo muss ich hin? Wo ist das Dropship? Da hinten. Come on! Oh, Hilfe! Der darf mich nicht sehen, der Titan! Hilfe! Lauf! Nein! Oh, oh, gerade noch geschafft. Und hoch! Come on! Ja, das ist Dropship! Come on! Nochmal unsichtbar werden! Come on! Wir schaffen's! Wir kriegen die Flucht hin! Jawohl! Sehr stark! Ich muss das Schiff nur überleben! Darf nicht kaputt und explodieren und kaputt gehen! Jawohl! Evakuierung geschafft. Immerhin. Krasser Abzug. So, wo bin ich? Im schwachen Mittelfeld. So what? Selbstverständlich gibt es wieder Belohnungen Deluxe. Level 20. Schrotflinte ist auch hochgelevelt. Sehr schön. Anti-Titan Charge Rifle auch. Oh, Level 5. Ah, genau, wir wollten. Oder ich. Hab da immer meine kleinen Regeln. Wann wechseln wir, leveln was hoch? Waffe wird ab Level 10 gewechselt. Jetzt gehen wir erstmal aus dem Matchmaking raus, um uns das hier in Ruhe anzugucken. So, wir kriegen also erstmal von den Advokaten hier eine Belohnung. Da gibt es Game of Drones. Ah, okay, das gucken wir uns gleich an. Ein Banner. Fraktionen. Oh, ich wollte ab Level 5 wechseln und habe hier schon geschummelt. Ja, dann wechseln wir, bevor wir auf die Winsen, oh, die Roboter gehen. Gehen wir hier nochmal zurück, machen da Level 5 zu. Ach Gott. So, und jetzt haben wir hier das Banner verdient. Könnt ihr mal sehen, hier sind einige Banner, ne? Das Übliche, hier kennen wir alles aus Call of Duty, Battlefield etc. Game of Drones, sieht das schön aus? Hm. So mit Bewegung wäre cool. Aber das sieht auch, schlechter Effekt. Das sieht ein bisschen cool aus. Das bin ich links, könnt ihr sofort erkennen, ne? Genau, nehmen wir das. So, und customizen können wir auch, nicht den Titan, sondern den Pilot, so, nämlich... Hier gibt es das schneller Zielen. Das ist nicht verkehrt für eine Schrotflinte. Und wir haben auch hier einen hässlichen Waffenbezug freigeschaltet. Na, es gibt gefühlte 1000. Und wir nehmen jetzt, was passt am besten zu unserem bläulichen? Dann nehmen wir das hier. So. Und wir selber haben auch noch einen Skin. Ah, guck mal hier in grün. Ganz hässlich. Ganz hässlich. Also lassen wir es auf diesem anderen Ding. Oh, die Rifle hat auch noch was. Jetzt haben wir richtig. Ah, jetzt passt es perfekt zu uns. Zack, nehmen wir auch. Gut. Ne, was ist beim Piloten noch offen? Da unten bei der 7. Was will er mir sagen? Was ist bei der 7 denn noch offen? Hä? Ne, jetzt nichts mehr. Okay, super. Heißt, wir gehen wieder rein. Eine Runde Bounty Hunt spielen wir noch. Gegner werden gesucht. Und sofort gefunden. Diesmal geht es nach Eden. Das mal jetzt nach Eden. So, diesmal steht eine andere Frau und motiviert uns runterzuspringen. Eliminate Remnant Fleet Forces.
Remnant Fleet Reinforcements inbound. Da, auf geht's. Die erste Welle ist immer hier. Grunts und Spektre-Knechte. Oh nein! Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich bin falsches Dingensbums, ne? Ja, oh, Pilot 7. Wie dämlich. Ja, beim nächsten Mal dann. Ihr habt auch gesehen. Ja, ich kann trotzdem töten, sauber. Ah, einfach reinrotzen geht immer! Komm on! Jawohl! Knete verdienen. Ach, guck mal, ich hab sofort ein erreichtes Achievement für die Standard Assault Rifle Waffe. Und den Dings. Oh, der läuft doch hier sofort! Ja, komm, stellen wir auch sofort die Turret hin. Zack! Jetzt wird richtig abgerotzt. Jawohl! Titan ist fertig! Mit dem Setup spiele ich nur noch. Oh, Granat habe ich auch noch für euch, ihr Penner. Ich brauche bloß nicht sterben und wieder das Geld verlieren. Bloß nicht sterben und wieder das Geld verlieren. Sektor A ist clear of Remnant Fleet Forces. Ah, Mac holen. Er beschützt jetzt hier eine Bank. Jawohl. Die stehen, glaube ich, immer an der gleichen Stelle. Und 190 hochladen. Guck mal, Freunde, läuft doch. Mit dem falschen Setup. Den falschen Setup. Egal. Wieder raus auf die Straße und unangenehm werden. Ja, jawohl, mein Mac geht jetzt hier in Autopilot. Ja, sehr schön, Baby. So. Oh, meine Drohne steht auch noch. Zack. Vielleicht sollte ich dieses krampfhafte Schrotflinte hochleveln sein lassen. Automatic Rifle oder schnelle Maschinenpistole. Sind eigentlich... Boah, besser geeignet. Oh, shit, shit, shit. Oh. Gerade so noch überlebt. Boah, ich bin on fire, Freunde! Woo! Läuft ja richtig hier für Team Blau. 1000 zu 150. Hab ich jetzt auch eine... Ja, irgendwie so eine Maschinen-Granatwerfer-Ding läuft. Oh, der ist bei mir. Scheiße, der sieht nur rot aus. Der ist nicht rot. Oh. Nächste Wave complete. 121 hier. Direkt wegbringen. Komm, 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 komm. Lauf! Ja, ich hoffe, da ist jetzt keiner vom Gegner und campt. Werfen wir mal dieses Sonarmesser, um zu scannen für uns. Ne, da ist keiner zu sehen. Läuft. Upload. Ding, ding. Ganz starke Runde hier bisher. Ganz starke Runde. Ja, da hinten sehe ich doch schon einen Gegner. Gegner mit. Yeah, keep it up. Auf jeden Fall. Habe ich sehr, sehr lange genutzt, dieses Sonar-Messer-Ding, was man in die Wand wirft und dann scannen lässt für einen. Extra aber für die Schrotflinten-Levelei auf Unsichtbarkeit-Cloak umgestiegen. Da ist jemand explodiert. Das ist Level Up. Habe ich so noch nie genutzt, aber das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ist jetzt die Frage, macht der auch auf Menschen, also auf Piloten oder auf Grunts super viel Schaden oder nicht? Ja, kein Titan zu holen. Schlecht. Ja. Nicht. Nächstes Level up. Waffe auf 11. Ah, hier schon mal abräumen. Jawohl, den nächsten abgeräumt. Sektor A ist clear of Remnant Fleet Forces. Jawoll, on fire ist gar kein Ausdruck. Oh shit, da ist ein Teil. Oh. So, hier ist die nächste Bank. Scannen. Da kommt ein Gegner. Ja, haben wir den erwischt? Haben wir erwischt, jawoll. Wieder $500 oder so aufladen. Ne, waren nur 51, glaube ich. Ne?
absolute Domination hier. Jetzt habe ich noch einen Titan in der Hinterhand. Ja, kommt gleich. Ja, kommt gleich. Da, wo die nächsten Gegner spawnen, kommt noch mal Titan. Zack, frei los. Bam! Das ist das nächste Opfer. Hier. Ah, wie komme ich hin? Wie komme ich am besten hin? Na, finde ich da ein? So, Bounty, wo bist du? Wo ist die Bounty? Ne? Da, ah, da oben. Sehr schön. Ja, da hinten. Schmeißen wir dann meinen Titan hier mit in die Verlosung. Ah, hat er mich gesehen. Selbstverständlich hat er mich gesehen. So, jetzt ist mein Titan aber mit in der Verlosung. Ach, komm, der ist fast tot. Komm on! Oh, ach, jetzt bin ich wieder... Ah, jetzt bin ich gestorben und jetzt bin ich wieder in meinem normalen Setup. Ah, genug abgefeiert. So, jetzt haben wir wieder die Schrotflinte und sind auch wieder im Unsichtbarkeitsmodus. Jetzt wieder konzentrieren. Genau, unsichtbar werden. Bounty haben wir geclaimed. Oh. Oh, schnell weg, 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 weg. Weg! Gut, alles gut. So, hier oben links auf der Minimap seht ihr das Grüne hier. Das ist ein Energiekanister. Den ich jetzt nicht mehr habe. Aber den kann man nutzen, um auf einen befreundeten Titanen oben drauf zu springen und den zu heilen. Falls er so Richtung kaputt zu drohen geht. Oh. Ah, kriegen wir den? Komm, 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 geh kaputt! Jetzt aber! Sentry, Sentry, Sentry. Oh, der Enemy hat den geclaimed. Guck mal. Das ist gar nicht mehr so schlecht. 3000 zu 2000, ja. So, vielleicht kriege ich mal einen Mega-Jump auf den hin. Ne, kriegen wir nicht. Nur Upload, das ist schon das Wichtigste. Kohle ist da. Der ist nicht bei uns. Nein, nein, keine Übersicht mehr gehabt. Leider keine Übersicht mehr. So. Ja, gefühlt holt der Gegner ein bisschen auf. So, jetzt komm, auf geht's. Und dann Titan einmal richtig schicken. Oh, Mann! Pilot, your Titan is standing by. Ja. Schönes Freilos, diese Gorans hier. Zack. Ja, alle Knüppel! Come on! Oh, und dann von einem Grunt fertig gemacht und 50% weniger. Schade. Jetzt muss der Titan aber langsam mal eingesetzt werden, sonst macht es keinen Sinn mehr. Schon mal positionieren. Ja. Jetzt kommt der Turret. Auf geht's. Oh, North Star, das ist mein Titan. Engaging multiple Titans, das hört sich nicht gut an. Quasi, er ist alleine. Aus.
Nein, hat er mich noch erwischt. Titan Kill, schön, aber dann erwischt werden und minus 50% ist schlecht. Ja, schau mal, jetzt haben wir nur noch 800 Dollar Vorsprung. Ja, so richtig abgezogen kriegen wir die nicht. Ja, nicht übertreiben. Das geht meistens in die Hose. Die Bounty sollten wir jetzt schon abholen. Zack, weg mit dir. Wo geht er hin? Oh, schön. Oh, und weg. Titan. Ja, das ist schlecht. Das ist ganz schlecht jetzt. Dumm. Weniger als 400 Dollar und ich mache hier Titanjagd. Völlig unsinnig. Ja, campt hier jemand? Ja, hier campt jemand. Oh, gerade so abgebogen. War Mili. Wow. Bisschen schneller auf dem Finger, auf dem Knöpfchen. Ah, hat gereicht. Ah, okay, man kann auch unter 5000 Dollar gewinnen, wenn man alle, so wenn die Wellen vorbei sind. So, und jetzt kommt der Epilog. Eben konnte ich fliehen, weil ich verloren habe, musste ich fliehen. Stand by for Titanfall. Jetzt schicken wir unseren Titan da natürlich hin. Und jagen das unterlegene Gegnerpack. Kommt jemand? Oh, mein Mech steht auf jeden Fall schon bereit. Kommt das Dropship? Keiner mehr da. Bam! Ja, zweitbester im Team. Gut, solide. Nehmen wir gerne mit. Und jetzt gibt es wieder Belöhnungchen. Aus Versehen eine Waffe auf Level 11 gezogen, wollte ich gar nicht. So, und auch der Granatenwerfer hoch, meine Herren. Ist einiges bei rumgekommen. So, jetzt machen wir hier Bounty Hunting weg. Und jetzt gucken wir erstmal hier. Ja, genau, den gucken wir uns später an. Das gucken wir uns alles später an. So, wir sind dieser Pilot. Wir hatten hier bei der Assault Rifle Level 11 und es gab, ab Level 11 gibt es den zweiten Mod-Slot. Das heißt, es ist nur logisch zu sagen, hey, wir machen bei Level 11 erst Schluss auf einer Waffe. Hä? Macht Sinn, genau. Also gehen wir wieder zurück auf die Schrotflinte. Die wird jetzt also auf Level 11. Mhm, genau. So, und hier so schnell wie möglich in Aiming Down Sight zu kommen. Das passt. Du bist schon Level 15. Genau. Level 15 reicht ja vollkommen. Hier, was haben wir hier? Was ist daran besser? Der schießt schneller, macht aber deutlich weniger Damage. Ist nicht so akkurat. Oh. Ne. Dann gehen wir hier bei... Warte mal. Ich hatte Anti-Type. Ach, das ist der Mac-Launcher, den wir gerade hatten. Den haben wir jetzt auf Level 2. Genau, dann spielen wir mit dem mal ein bisschen weiter. Mehr Ammunition. So, dann nutzen wir den jetzt auch ein bisschen. War ja nicht so uncool, ne? Okay. Gut. Was ist denn hier schon wieder bei Pilot 7? Ah, ein neuer Skin für die eine Waffe. Und zwar der ist auch nicht verkehrt, aber die spielen wir ja nicht. Weil wir sind Pilot 1. Kann man den nicht umbenennen? Ach, kann man sogar umbenennen, guck mal. Wieder was gelernt. So. Gut, ich habe ja angekündigt, wir spielen nicht nur Bounty Hunt, sondern wir spielen noch eine Runde oder zwei. Ne? Zwei Runden Bounty Hunt und zwei Runden Domination jetzt noch.
Von daher schauen wir mal, wie es da läuft. Auch da ist der Titan natürlich sehr schön im Autopilot-Modus, so in der Nähe eines Punktes zum Patrouillieren einzusetzen. Genauso spiele ich es auch. Habe ich schon wieder die falsche Waffe angewählt? Habe ich schon wieder die falsche Waffe? Ne, ist der. Ist die Schrotflinte. So, rein ins Feld. Jawohl. Und man kann die, das ist glaube ich auch ein bisschen was Besonderes, man kann die aufladen, dass die Doppelpunkte geben. Das ist dieses Amping. So, ist amped, gibt jetzt Doppelpunkte, ist so zum Start, macht das glaube ich jedes Team. Und dann geht's in den Kampf. Wer kriegt das Ding in der Mitte, wer kriegt B? Sofort das heimische A wegzunehmen. Unsichtbar, kommt man hier auf jeden Fall erstmal locker raus aus der Nummer. Ja, keine da, das ist schlecht für den Gegner. Und das wäre euer A gewesen. Ohren auf. Contested. Und zack. Yes, full control. Oh. Och, wie schlecht. Wo ist mein blöder Turret? Da müsste den noch jetzt längst platt gemacht haben. Ein Dreck. Ah, so, aber okay. War ein gutes erstes Leben. Und jetzt wird der Titan zu A gestellt. Da, jawohl. Okay, ist jetzt gar nicht unserer. Müssen wir neu verdienen. Okay. Jetzt ist es wieder unser Punkt. Der Titan steht da hinten. Also hier. A sieht recht gut gesichert aus, wenn ihr mich fragt. Oh, da ist Bewegung. Kämmt da oben einer oder bilde ich mir das nur ein? Kämmt doch einer. Guck mal, gleich. Ah, Drecksack. Nein, und ich renne noch in dieses blöde Turret-Ding rein. Oh, dumm. Ganz dummer Kill, aber oh, alle drei Punkte sind in blauer in unserer Hand. Das ist super. Oh, hier ist Bewegung. Hier ist Bewegung. Ja. Dann ampen wir mal. Ja, läuft. Hostile Pilot detected. Ah, da drüben wird gekämpft. Mein Mac ist direkt dabei. We have full control. Und das nächste Level up. Woo! Da habe ich genau den richtigen Moment gewählt für einen Stream. Oh, da oben springt jemand. Nein, schieß doch, statt dich da festzuhalten. Oh, das wäre ein schönes Highlight gewesen. Und nicht lange grämen, respawn und rein. Oh. Ah, zu einfach. Gut, A ist gerade nicht so gut, dann gehen wir mal zu C. Kommen wir da? Capturing C. Moving in to engage enemy Titan. Kein Gegner da. Der Titan kann nicht hier rein. Ja. Auch ein schönes Level-Design. Ja, wenn man sich gut verschiebt, kann der Titan einen nicht erreichen. Komm. Oh, da fliegen Teile durch die Gegend. Ein Titan ist kaputt. Ich glaube, es war ein gegnerischer, umso besser. Na, kommt jemand? Oh.
Zack, verteidigt. Woo! Und wir ampen jetzt C. Come on! Stark. Ich ins Feuer rennen und weiter geht's. Auf zu B. Ja, dominant. Und wieder unsichtbar. Oh. Hat er mich nicht gesehen. Schade, Schokolade. Jetzt könnte ich seine Waffe auch wegnehmen, sehe ich gerade. Den Flatline, okay. Oh, bin ich schlecht. Oh, dann noch so mini... Oh, ganz knapp verloren, das 1 gegen 1. Gah, wie dumm. Ja, okay. Das war schlecht. Dann eben wieder rein. Mit der Granate kaputt gemacht? Jawohl, mit der Granate kaputt gemacht. Nächster unserer Punkte. Amp the shit up! Titan lebt ja immer noch. Steht hier schön. Schmiere. Oh, wieder geämmt. Jawohl. Dürfte ein klarer Sieg werden. Klick, klick. Oh, da ist mein Titan noch weg. Juhu. Los, weit bin ich. Zack. Titan Kill. Oh, shit. Oh, da kommt jemand. Nein, wollte ich gar nicht. Komm raus, 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 raus. Oh, und dann von hinten abgefangen. Oh, sowohl ich als auch mein Titan sind hinüber. Mhm. Ja, gehen wir mal eine Runde außen rum. Gucken, ob wir A wieder kriegen. Ja. Ja, keiner da, der es verteidigt. Sehr schön. Nicht contested, alles gut. Zack, wieder was eingenommen. Let's amp that shit up. Ja, da ist ein Mech. Zur Stelle. Ja, nicht weglaufen. Nicht weglaufen. Zack. Ui, place first 10 times. Was bin ich noch für eine geile Hulle? Oh, das war's mit der geilen Hulle. Krieg ich noch einen Respawn? Nein, krieg ich nicht. Wow, 1800. Als wüsste ich hier, was ich tue. Haha. Crazy shit. Okay. Die Runde ist an sich so abgeschlossen. Das heißt, wenn jetzt jemand hier noch fett Punkte holt, zählt das wohl irgendwie nicht. Also überholen kann man mich wohl nicht mehr. Ich bin Rundensieger. Mit fettem Abstand. Na, Freunde, so wird's gemacht. Haha. Und dann gibt es halt diese Tokens. Klick, klick, Level up. 21. Neue Waffe freigeschaltet. Good Performance habe ich gefühlt jedes Mal. Level 8 bei der Schrotflinte. Oh, da fehlen noch 2 Tokens für die Marauder. Und dann bin ich auch mit der Fraktion für mich soweit fertig. Pro. Ob ich mir den... Ich mir das Tagging geben möchte. Nein, ich bleibe beim Ausrufezeichen. So, jetzt gehen wir hier einmal in die Post, kriegen Splinter Pink. Oh, das ist schön. Vor allem, das ist für die Waffe, die ich gerade habe. Wo ist Splinter Pink? Frisch verdient. Da! Oh, das ist schön, das ziehen wir an. Sauber. So, dann gibt es hier ein neues Ding, dass wir auf die Waffe schneller wechseln. Brauche ich nicht. Und du, Chris. Oh.
Was haben wir uns da freigeschaltet? Den Thunderbolt. Was macht der? Noch langsamer feiern, hat nur, also quasi einen Raketenwerfer. Ne, lassen wir erstmal, wie er ist. Ja, so können wir erstmal ins nächste Match gehen. Was macht unser Titan? Der North Star. Titan wechsle ich ab Level 5. Solltet ihr irgendwie wissen, ne, wie gerade eben auch, dass Waffen kriegen ab Level 11 einen weiteren Slot dazu. Das wusste ich zum Beispiel nicht, deswegen habe ich einfach nur, habe ich völlig dummerweise gesagt, bei 10 wechsle ich die Waffe. Na, dann gerne kommentieren entsprechend. Hilft mir ja auch ungemein weiter. So. Die Grenze ist wichtig, sagt die Frau. Also, runter da, Runde gewinnen. Letzte Runde Domination hier, live auf Twitch. Wenn ihr auf YouTube schaut, auch schön. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen hoch da. Na, die letzte Runde habe ich dominiert, habe ich mir noch ein Abo verdient, oder nicht? Oder? So, und weiter geht's. Und jetzt geht's zu B. Wer kriegt B? Erster Zusammenstoß. Oh, ich glaube, da nimmt uns jemand schon A weg. Ja, kein Gegner. Hat sich das mit dem unsichtbar machen ja schon wieder super gelohnt. Na, wem falle ich in den Rücken? Da ist doch schon jemand gewesen. Einige. Ja, dem ersten in den Rücken gefallen. Da ist der nächste. Ja, geiler Slide-Kollege. Ach Gott, und dann blöd. Aber zumindest ist die Sentry schon mal fertig. Die können wir uns hier irgendwo hinstellen. Ja, ja, kommt jetzt, kommt jetzt. Sieht erstmal nicht so gut aus für den Start. Ach shit. Oh, da ist einer. Oh, da ist einer. Oh, Sniper. Hab ich Glück gehabt. Ah, Chris erstmal Turret hingestellt, mein Freund. Und abgefangen. Robert. Läuft. Das Schöne ist ja an der Invisible Cloak hier von Harry Potter, dass die nicht unterbricht, wenn man schießt oder trifft oder so wie. Oder sonst was. Also da kann man theoretisch einmal im Rücken der Gegner komplett crazy gehen. So, jetzt schauen wir mal. Kriegen wir uns durch. Ah, Headshots. Jawohl. Ja, jetzt kommt der Titan. Zack. Auf zu C. Das wird jetzt unser C. Ja, da ist ein Gegner gewesen. Der kommt jetzt. Oh, Unamping. Das ist mühsam. Oh shit. Ja, verdammt. Das werden wir, glaube ich, nicht einnehmen. Aber wir ampen B. Ist ja auch schön. Oh, 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 da kommt jemand. Gegner, Gegner, Gegner. Ne? Jetzt ampt den Scheiß. Sehr schön. 2-1. Abgekocht. We have full control. Yes. Oh, full control. Sauber. Nix laufen. Schmiere. Ah, da ist ein Gegner. I'm sorry, big slip, not love. Ach, komm jetzt. Was ein Gehampel hier. Auch von uns. Ah, unsichtbar. Und los geht's. Na, na, da ist der nächste. Oh, hat mich nicht gesehen. Also. Nein! Das 1 gegen 1 verloren. Schwach. Aber die Invisible Cloak ist echt. Also scheinbar schwerer zu sehen, als man das meinen möchte. Also ich glaube, bei Call of Duty gab es auch mal sowas mit Unsichtbarkeit. Fand ich nie so überzeugend, weil man es zu einfach gesehen hat. Aber hier hat mir das schon so den einen oder anderen Vorteil verschafft. Yay, doing good work. Hört man noch gerne. Hört man am Arbeitsplatz so selten, dann wenigstens virtuell im Krieg. Oh. B is amped. Nice work. What? A und B aufgeladen, geben doppelte Punkte. Sehr, sehr geil.
Sentry steht. Enemy captured C. Ja, C ist wieder weg. Oh, Glück gehabt. Das war ein reines Reflexklicken. Sag, Titan ist ready. Dann stellen wir den am besten hinten auch noch hin. Jawoll. Ja, keine Gnade. Oh, 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 oh. Oh, der sieht mich nicht. Oh, das war sehr sorglos gespielt. Mitten im Nachladen um die Ecke laufen. Ganz dämlich. Egal. Es wird ein ganz ungefährdeter Sieg. Yay, winning big time. Zack, von hinten. Bam. Und schon wieder keine Gnade. Ja, C holen wir uns auch noch. Woo. Full control. Ja, das war sehr einseitig. Aber so kann man einen Stream doch gut beenden. Dass ihr alle glaubt, ich weiß, was ich hier tue. So, Victory. Und wo verziehen sich... Oh, das ist eine... Da ist noch eine Energiekanister hier. Zack. Vielleicht kann ich ja noch dem einen oder anderen Titan was Gutes tun. Ja, hier, komm her. Och, ich wollte auf meinem Titan landen. Warum macht er das nicht? Das klappt nicht. Scheiße. Jetzt aber. Jetzt. Oh, Mann. Weil er volles Leben hat, oder was? Nö. Schön Dance-Move rausgeholt. Ja, schön, wir ihn noch abgefangen hier. Ja, nee, Alex, Janisch kriegen wir noch abgeholt. Ach, da hinten ist es doch. Das ist aber richtig gewesen. Muss das Schiff kaputt gehen. Es geht kaputt. Ja, und da landen wir nochmal. Guck mal, nochmal zum Abschluss. Einmal eine Batterie für den Kollegen. Ui, diesmal war ich ganz weit weg von der Beste. Aber nochmal eine souveräne Runde zum Schluss. Kann sich sehen lassen, glaube ich, nicht wahr? Gut, das war's für Titanfall 2 live auf Twitch, beziehungsweise jetzt hier, ne, später für euch live auf YouTube auch. Gibt nochmal Level-Ups, Level-Ups, Level-Ups. Aber ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen Einblick gewinnen, was Titanfall 2 denn so geil macht. Fetter Metacritic. Schaut mal rein, wenn euch das soweit angesprochen hat. Danke an dieser Stelle. Bleibt mir gewogen und bis zum nächsten Stream.